So, ihr Lieben, da bin ich wieder, hab mal das Spiel neu gestartet, damit der komische Dampf da nicht mehr da ist. Hat auch funktioniert. So, ja, was war jetzt der Plan? Wir wollten noch Sachen aufrüsten für den Zyklopen und den Krebs. Ne, nur noch den Krebs. So, einmal das Tiefenmodul. Fünfmal Titan, zweimal Lithium und Kyanit. 1, 2, 3, 4, 5... Lithium dreimal und ich glaube Kyanit waren auch dreimal. So, ich hoffe übrigens, ihr seid auch wieder da. Weiß gar nicht, habe ich die 5 Minuten eingehalten? Knapp. Knapp. So, dann haben wir das Tiefenmodul fertig. Jetzt können wir uns noch überlegen, was wir für den Krebs noch bauen. Ja, ich glaube, Tauchdock muss ich hin. Was hat der Krebs denn noch für schöne Module? Die Schubkanone können wir nicht bauen. Da fehlt uns noch ein Teil. Den Wärmereaktor können wir bauen für den Krebs. Das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die interessant ist. Weil wir sowieso sehr warm unterwegs sind da. Und... Haben wir. Ja, dann können wir noch den Torpedoarm bauen. Den sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Dann müssen wir vielleicht auch ein paar Torpedos dann vorbauen. Trägersystem. So. So. Oh, jetzt hat er keinen Screenshot gemacht. Von dem anderen. Nicht doch, von dem schon. Egal. So, haben wir. Dann holen wir uns mal eben das Material und bauen das Ding dann fertig. Ich weiß halt nicht, ob wir noch ein zusätzliches Frachtmodul einbauen können. Weiß das der Metziment zufällig? Ob das geht? So, wir brauchen zweimal Polyanilin. Dafür brauchen wir die Säurepilze. 1, 2, die reichen nicht. Dann muss ich mal irgendwelche holen. So. Die müssten jetzt reichen. 4 Stück habe ich jetzt, ne? Ja. Gut, dann machen wir aus den Resten, machen wir Sporen. Da nehmen wir jetzt mal 2 von mit und pflanzen die dann ein. Haben wir. Sehr gut. In den Krebs? Ja. Okay. Also ein zusätzliches Frachtmodul geht. Muss ich mal schauen. Einmal Titan, einmal Lithium. Drei. Und einmal Lithium habe ich sogar noch im Inventar, ne? Ja. So, dann... Die habe ich. Dann brauche ich noch 2-mal Salz. Dann haben wir die Salzsäure. Hä? Was fehlt? Oh, es waren 3 Tiefenpilze. Oh no. Ich hatte nur 2 auf dem Schirm. Hm, das ist natürlich jetzt doof. Müssen wir jetzt warten. Mal erst was anderes zusammen basteln. Ich kann den Kabelsatz ja schon mal. Ja, der Kabelsatz ist Pillepalle. Der ist ja super schnell gebaut. Kein zusätzliches. Das vorhandene wird vergrößert. Ach so. Ja, okay, da kann ich auch mit leben. So, 2-mal Kyanit. 1, 2, was braucht ich denn noch, um Polyanilin herzustellen? Zweimal Gold. 1, 2, okay, haben wir das. Jetzt mein Inventar. Na, es geht.
Gut, dann können wir jetzt erst statt dem Wärmereaktor bauen wir dann jetzt erstmal den Torpedoarm. Das heißt, ich brauche noch 5 mal Titan. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal Lithium. Und einmal Aerogel. Wie war das denn nochmal? Gelsack und ein Rubin. Okay. Das ist ja auch Pillepalle. Ein Gelsack und ein Rubin. So, ein Pony-Aludin haben wir. Dann brauche ich aber noch 2 Dingens. Aber dann können wir die 2 Module jetzt schon mal einbauen. Dann gucken wir mal, ob die Säurepilze schon gewachsen sind. So, ein Frachtmodul. Poly-Aludin, nicht Pony-Aludin. Habe ich Pony gesagt? Dann war das nicht gewollt. So, was können wir denn noch für Torpedos bauen? Ein Wirbeltorpedo erzeugt eine örtlich begrenzte Verzerrung der Gravitation. Lade ihn in den Torpedoschacht eines Fahrzeugs. Setze eine Wolke aus giftiger Säure frei. Lade ihn in den Torpedoschacht eines Fahrzeugs. Also für mich hört sich der Wirbeltorpedo sinnvoll an. Weiß ich aber auch nicht. Vielleicht können wir auch beides bauen, wobei ich nicht weiß, was ich für eine Säurekapsel brauche. Schauen wir mal eben. Titan und Magnetit. Okay, zweimal Titan, zweimal Magnetit. Eins, zwei. Magnetit haben wir da. Zwei. Dann können wir die schon mal bauen. Und dann schauen wir mal eben wegen den Säurekapseln, da habe ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm, ob wir das überhaupt bauen können. Ich habe gerade nirgendwo gesehen. Säurekapsel. Jetzt mal schätzen in die Säurepilze. Und keine Ahnung was. Das sollte auch hier bei Chemie sein, oder? Anscheinend habe ich das Rezept dafür noch nicht. Sieht nicht danach aus. Okay, ja, schade. Kann ich nicht bauen. Anscheinend fehlt uns noch. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Irgendwas noch nicht gescannt. So, dann sind die auch wieder aufgeladen. Dann schauen wir mal wegen den Säurepilzen. Okay, ich hätte es aber irgendwie erwartet. Ja, wahrscheinlich Säurepilze wird wahrscheinlich schon wo richtig sein, aber... Shit, ey. Brauch noch. Ich kann schon mal den Krebs beladen. Dann gucken wir uns das mal an. Also, wir haben vorher so viele Plätze. Das sind 24. So. Der Krebs kommt jetzt auch auf 1700 Meter. Ein Frachtmodul. Den Torpedoarm. Dann gibt es gleich noch das Wärmedingen. So. Ich vermute mal, die müssen hier rein. Okay, das sind jetzt... Oh, wow, das hat sich ja richtig gelohnt. So. Ich jetzt so ein Ding abfeuern.
Ui, der ist aber weit weggeflogen. Okay, das Ding ist ja mal ultra cool. Ich glaube, von dem muss ich noch mehr bauen. Scheiß auf Säure. Das war cool. Das mag ich. Und es ist doch schon günstig. 1, 2 und Magnetit. Stop, Magnetit ist da. 1, 2. Okay. Merken wir uns, Magnetit wäre nochmal wieder was, was wir vielleicht bräuchten. Vielleicht lasse ich das auch nochmal da drin. Nicht, dass wir das gleich noch irgendwo für brauchen beim Raketenbauen. So, wie sieht's aus mit den Pilzen? Are you ready? Ja. So. Salzsäure. Und dann Polyanilin. Auch und dann sollten wir das jetzt bauen können. Ach stopp, das muss da hinten gebaut werden. So, Wärmereaktor. Sehr schön. Das auch. So, was mussten wir jetzt noch bauen, bevor wir wieder los düsen? Wir brauchten noch Torpedos für den Zyklopen. Achso, ne, wir bauen jetzt noch erst noch die Raketenstation. Stimmt, da war noch was. Anlegen. So, Krebs voll aufgerüstet. Dann bauen wir jetzt erst noch mal weiter die Raketenstation. So, und dafür brauchen wir, ja, keine Ahnung. Ich hab's den Screenshot leider gelöscht. Da müssen wir nochmal hinfahren. Bojen, genau. Bojen müssen wir mitnehmen. Wir müssen Energiezellen mitnehmen, Batterien mitnehmen. Die Torpedos mitnehmen. Vielleicht machen wir uns noch eine Einkaufsliste. Was wir noch so brauchen. Wer schreibt denn heute die Einkaufsliste? Ach nee, Quatsch, da hinten. Also wir brauchen auf jeden Fall Magnetit. Wenn wir finden, wäre Lithium auch nicht verkehrt. So, das brauchen wir. Bin gespannt, was wir hier gleich noch überhaupt brauchen, nachdem wir das Ding gebaut haben. Wahrscheinlich ist dann nämlich alles leer. Können wir uns zumindest gut vorstellen, dass die Rakete nochmal ganz gut jetzt die Ressourcen wegfrisst. So, wir brauchen einen Plastahlbarren. So, Lithium 2. Ah, also Lithium ist schon wieder ziemlich. Dann brauchen wir 3 Nickelerz. Ah, stopp, das ist Kupfer. 1, 2, 3 Nickel. Dann brauchen wir einen Kabelsatz. 1, 2. Und wir brauchen 2x Aerogel. Das war Gelsack. Und. Ich weiß nicht mehr. Rubin. So, also wir brauchen einen Kabelsatz. Dann brauchen wir 2x Aerogel. Und ein Plastahlbarren. Dann haben wir doch schon fertig. So, dann bin ich gespannt. Das ist jetzt nur das Haupttriebwerk. Da fehlt wahrscheinlich ja auch noch
Bisschen mehr. Aber wenn wir das soweit fertig gebaut haben, dann müssen wir nur noch, in Anführungsstrichen, müssen wir nur noch gesund werden. Das wird eine richtig große Rakete. Konstruieren. Uiuiuiui. Ein Monster! Es wird ein Monster! Oder was eine Rakete für eine Person. Super. Okay. Vier große Triebwerkdüsen. Und fünf kleine. Es lebt. Ja, noch nicht. So, was brauchen wir als nächstes? Auf jeden Fall haben wir den nächsten riesigen Turm da stehen. Da finden wir auf jeden Fall wieder nach Hause. Ah. Ionenenergiezelle? What? Okay. Ja, dann sind wir jetzt an einen Punkt gekommen, an dem wir schon nicht mehr weiterkommen. Also finden wir doch noch Baupläne. Kristalliner Schwefel. Okay, dann müssen wir mal direkt gucken, wie viel wir davon noch haben. Kyanit auch 4. Könnte tatsächlich sein, dass Kyanit mittlerweile dann auch schon knapp wird. So, Schränke. Überschuss ist noch Kyanit drin, 2. Und ich glaube, bei Schwefel haben wir es reingepackt, ne? Ja, okay. Kyanit ist tatsächlich noch ein bisschen was da. Wir haben auch noch genug Kristallinschwefel da. Große Frage ist halt, was die Ionenenergiezellen brauchen, ne? Wenn das dann auch noch irgendwie eine Zutat ist dafür, dann könnte es schwierig werden. So, okay. Dann bauen wir jetzt noch den Stuff, den wir mitnehmen müssen. Raubtier-Täuschkörper. So, das bauen wir direkt zweimal. Das heißt 6 Titan und 2 Kabelsatz. 1, 2, 3, 6 haben wir. 2 Kabelsätze. 1, 2, 3, 4. So, dann bauen wir die Täuschkörper. Wir müssen noch die Bojen bauen. Essen und so sollten wir genug da haben. Quatsch. Ja, hier. So, wir nehmen Medikit mit. Auch noch ein Medikit. Wir nehmen die ganzen Energiezellen mit. Dann bringen wir erstmal einen ganzen Schwung rüber. Was wir so nutzen können, gebrauchen können, sollten, wie auch immer. Nährstoffriegel nehmen wir auch mal mit. So, Batterien. Die müssen wir jetzt mal überall wieder einlagern. So, was fehlt noch? Den Laserschneider müssen wir noch machen. Die nehmen wir dann raus. So, haben wir das auch. Dann können wir auf jeden Fall nochmal... Wie viel Platz haben wir denn? Nicht so viel. Wenn wir 5 Bojen bauen, reicht das ja eigentlich. Wir können ja zur Not auch noch auf
auf dem Zyklopen craften. Ist ja nicht. Text. Das vorher machen soll. Jetzt da noch einen raus, ja. Haben wir das? Dann bauen wir noch die 5 Bojen und dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Haben wir dann noch was vergessen? Klick mal mit dem nach, ob wir noch was vergessen haben. Achso, Einkaufsliste können wir schreiben. Wer mag denn mal eben aufschreiben? Kupfererz und Titan. Da müssen wir mal etwas dafür ablegen. Titan. 1, 2, 3, 4. Mist. Okay, wir können nur 4 Bojen bauen. Aber ist sehr überschaubar, was wir dafür brauchen. Dann können wir zur Not auch noch auf Zyklopen was bauen. Nicht alle gleichzeitig, ihr Lieben. Dankeschön. So, dann müssen wir das dann noch wieder mitnehmen. So, haben wir das. Dann schauen wir mal eben durch. Wo Titan drauf geschissen, das können wir besser hier sammeln. So. Einmal Blei. Einmal Gold. Dann einmal Silber. Zweimal Lithium. Dann zweimal Magnetit. Danke, Kirstin. Einmal Kupfer. Einmal Nickel. So, was fehlt uns noch? Quarz. Haben wir Schwefel. Ah, kristalliner Schwefel. Vielleicht einmal mitnehmen, wenn wir einen Brocken finden. Und einmal Kyanit würde ich auch noch sagen. So, Edelsteine. Rubine wären nicht verkehrt. Ich glaube, dann wäre es. So, dann hoffe ich mal, dass ihr wenigstens gleich mal eben die Liste nochmal wieder für mich reinposten könntet. Ich habe irgendwas abgelegt, habt ihr gesagt? Wo habe ich es hingelegt? Der Laserschneider ist weg, oder? Oh, hier ist ja auch noch Stuff drin. Ja gut. Jetzt sollten wir die übrigens mitnehmen. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so doof, wenn wir die ganzen Tafeln und so gleich mal mitnehmen würden. Weil irgendwo habe ich was reingelegt anscheinend. Ja.
Wir nehmen gleich nochmal die ganzen Tafel, die Ionen-Dinger mit und so und gucken mal, wie viel wir von den Tafeln noch haben. Man kann die ja auch anscheinend selber craften. So. Ich glaube, ich bin sogar ein Fan davon, wenn wir sagen, wir machen die Energiezellen tatsächlich auch erst dann rein, wenn wir sie brauchen. Für den Fall, dass dann nämlich die blöden Parasiten da kommen. Dass wir dann auch nicht all unsere Energiezellen dann quasi rausziehen lassen. So, Täuschkörper. Wäre eigentlich sinnvoller, wenn wir da oben irgendwie eine Kiste mal hinmachen können. Können wir auf jeden Fall mal beladen. Anlegen. So. Ja, wir nehmen gleich noch mal ein bisschen Titan mit und dann schmeißen wir hier auch noch. Oh, wir könnten auch die einfach eben abbauen hier. Ja, jetzt auch nicht das Riesenproblem. Bauen wir den einfach ab und setzen den da oben in Energie. Wenn ich schnell nachladen muss, ist es halt blöd, wenn ich jetzt erst nach unten laufen muss dafür, ne? So. Dann bauen wir mal eben. Ach, zum Glück haben wir noch einen schönen Pflanzdorf gefunden. So, dann schmeißen wir die hier mal rein. Dann die Bojen. Eine lasse ich mal im Inventar. Der Rest kommt unten auch in den Schrank rein. 3. So, Medikits. Ein Notfallessen und ein Notfalltrinken. Haben wir. Eine Batterie für den Notfall. Ja, ich denke, damit sind wir gut ausgerüstet. So, jetzt gucken wir nochmal eben wegen den Tafeln und den Ionenwürfeln. Die würde ich dann tatsächlich mal mitnehmen. Ich schätze mal, die werden wir da unten irgendwo dann brauchen. Vielleicht, keine Ahnung. So, hier ist nichts drin. Überschuss ist auch nichts drin. Eigentlich müsste es alles hier sein. So, was bedeutet, wir haben keine Tafeln mehr. Nö. Wäre da noch was drin? Nein. Okay. Lilane Tafel hatten wir noch, aber wir hatten keine. Was war das denn? Ja. Violette hatten wir. Wir hatten keine Orangene. Nickelerz und Ionenwürfe. Okay. Nickelerz. Wir bauen jetzt mal ein bisschen was vor, aber jetzt nicht zu viel. Die Ionenwürfel nehmen wir ja mit. Dann können wir das zur Not auch auf einen Zyklopen bauen. Nicht, dass wir jetzt die Ionenwürfel alle verbraten und wir nachher die Violetten noch mehr brauchen. Also kein Plan, ich weiß es ja auch nicht, ne? So, habe ich dich jetzt eigentlich komplett aufgerüstet? Jetzt komplett fertig. Ja. Gut. So, Krebsi, dann lass uns mal los. Friss mich! Was passiert eigentlich immer mit dem Wasser, wenn das sich das Ding öffnet?
Weil, schauen wir uns das Ganze mal an. Da ist ja kein Wasser gewesen, als es geöffnet hat. Macht er ein Kraftfeld drumherum, was man nicht sieht? Fragen über Fragen. So, wo waren die? Da. Mach die da mal rein und die. So, denke, dann sind wir gerüstet und können los. Auf in die Tiefe. So. Tschüss Rakete, tschüss zu Hause. Das wird schief gehen, was wird schief gehen? Da haben wir unsere schönen Laufbojen. Meter. Bin sehr gespannt, was uns da unten jetzt erwartet. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ah, einmal speichern. Dankeschön. Guter Punkt. Auf jeden Fall eine gute Idee, den Weg auch zu markieren. Sehr viele Monster? Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Will's nicht hoffen. Irgendwie kommen mir die Monster ja alle viel zu übermächtig vor. Man kann sie halt nicht töten. Es wäre ja was anderes, wenn man sie töten könnte und sie dann einfach wegwehren und nicht mehr rumnerven. Aber selbst wenn, würden sie halt wahrscheinlich einfach wieder spawnen. Ein bisschen hupen, ne? Die sollen ja auch wissen, dass wir kommen. Und du kannst alles töten, aber sie töten halt dich schneller. Naja, dann muss man vielleicht die richtige Waffe haben, aber alles töten kann ich auch nicht. Zumindest bis jetzt nicht. Kann ich schon runter? Nein. Noch nicht. Interessant ist ja auch die Degasi-Geschichte, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt schon abgeschlossen ist. So nach unten tauchen ist auf jeden Fall sinnvoll, die Kamera zu nehmen. Jetzt schon wieder unheimlich, oder? Gastorpedos und Messer reichen doch aus. Die Gastorpedos hatte ich bis jetzt nicht, aber mit einem Messer kannst du auch nicht alles töten. Jetzt sau viele Gegner schon gehabt, die vom Messer einfach mal total ungerührt geblieben sind. Ahnung, Angriff durch Tier. Das war jetzt ein Scherz, oder? Schon? Das war bestimmt der Kollege, der hier immer vor der Höhle hängt. Wie war das, wenn es piept, noch weiter runter, ne?
So, wir müssen wieder leise sein. Wir müssen nach da. Die Boje war Gold wert, glaube ich. So, auf wie wir hier rumgeirrt sind. Da. Böser Gegner. Wenn wir diesmal in Ruhe gelassen, das wäre mal eine schöne Abwechslung. Im Moment macht es Bam Bam. Okay, wir sind tatsächlich ohne Probleme hier durchgekommen. Wieder Hammer. Da können wir den abschalten, das ist nur ein Stromfresser. So, wir gehen wieder auf mittlere Geschwindigkeit. Kamera an. Wo ist denn jetzt der Lebensbaum? Gut, dass wir uns den Weg markiert haben. Das war auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Ich finde immer noch sehr spannend hier den Lebensbaum. Ich wette, wir werden den noch brauchen. Rochen, ihr sollt doch nicht gegen mich schwimmen. Ich tue euch nichts. So, da ist doch warm. Wird mir das jetzt irgendwie angezeigt? Ja. Das ist sehr cool. Oh, mal eben Energie tanken, ne? Easy. Wir fahren jetzt eh zu den Magmafeldern. Ich denke, da ist genug Energie, die wir tanken können. Aber witzig. Das geht sogar relativ zügig, ne? Endlich Energie mit den Zyklopen generieren. Das ist der Hammer, ey. Lava. Ja, müssen wir hier irgendwie runter. Boah, ich bin mittlerweile voll der gute Busfahrer, oder? LKW-Fahrer. So viel anecken tue ich gar nicht mehr. Wie nennen wir den? Was ist das denn jetzt hier eigentlich, was da wo runterfließt? Hat da jemand einen Plan, was das sein könnte? Wo muss ich jetzt hin? Magmafelder. Da lang. Da lang. Keine Ahnung. Nee, das sieht nicht richtig aus.
Da hinten geht's weiter, okay. Da wir jetzt auch Energie kriegen können, können wir den Sonar auch einfach mal anlassen. Zumindest bis es kein Problem mehr ist. Oder zumindest solange es kein Problem mit irgendwelchen Viechern ist. Man sieht echt schlecht mit den Zyklopen. So nah ist schon echt eine Hilfe, aber auch ein Energiefresser. Ohnehin, ohne Ende, ey. Wir laden übrigens gerade schon Energie teilweise wieder auf. So schubweise, wenn wir gerade mal eine warme Welle mitkriegen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Höhle hier. Da ist gerade ein Rochen durch unseren Zyklopen geflogen. Was eine Monsterhöhle. So, wir suchen uns jetzt gleich erstmal ein Plätzchen, wo wir mal ein bisschen laden können. Sollte warm genug hier sein, oder? Geht's jetzt hoch? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, nutzen wir den Ladevorgang mal, um zu reparieren. Und ein bisschen looten zu gehen, oder? Reparieren, ja. Das ist witzig, vorne kriegt man davon irgendwie nicht so ganz viel mit, wenn da mal so ein Loch irgendwo ist. Sollten einem die Füße nass werden. Und ich weiß halt auch nicht, ob einem das überhaupt noch großartig auffällt, wenn man eh die ganze Zeit im Wasser ist. Was sind das da für laute Geräusche? Das macht mir ein bisschen Angst. Alter, was ist das denn? Da müssen wir gucken. Ah ja. Das Vieh ist gerade mal einfach so im Stein verschwunden. Speicher vorher, ja. Kann ich gleich machen, aber. Ah, da. Das war ein guter Tipp, danke. Ich muss da nur irgendwie schnell dran kommen. Der ist ganz schön schnell. Erfasse fremde Materialien, eine massive Energiesignatur. Die Messwerte kommen aus dem Inneren der natürlichen Struktur in der Mitte dieser Höhle. Wo ist der denn jetzt hin? Der ist so gigantisch, dass er einfach mal die ganze Zeit in der Wand hängt. Oh, die Viecher, ey. Wo ist er denn jetzt hin? Verpiss dich. Phantomviecher, ne? Die sind echt anstrengend.
Ist er doch wieder da, oder nicht? Nein, sollst du mir nicht sagen. Dachte, das hatte ich gesagt gehabt. Ich möchte keine Spoiler hören, Taranta. Ich möchte das nach Möglichkeit alles selber rausfinden und sehen. Bitte, dann brauche ich es halt einfach nicht spielen, wenn man sich alles vorkauen lässt. So. Ich brauche mal einen Medipack und was zu trinken. So. Was zu essen können wir auch mal einmachen. Dann nehme ich mal eben den Krebs und dann gehe ich mal ein bisschen looten. Ich das Vieh da gerne noch scannen würde, ey. Weil der ist so schnell. Zum Glück kann mir das nichts tun, anscheinend. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das auf die rechte Maustaste zu setzen. Vielleicht muss ich das nochmal ändern. Hä? Habe ich jetzt gerade alle Torpedos in die Luft gejagt? Boah, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Aus Versehen, dadurch, dass ich dreimal gedrückt habe anscheinend. Ach, okay, das muss ich ändern. Ist ja voll kacke. Hä? Wieso? Da ist doch noch was drin. Muss ich das jetzt verstehen? Da ist doch noch was drin. Jetzt verschwinde doch, du Mistvieh. Ja, geht doch. Nee. Oh, da sind wieder Skelette. Silber. Hatten wir Silber? Ja, Silber stand einmal drauf. Boah, was macht er denn hier? Was tut er? Hau ab! Vor allem, warum funktionieren denn jetzt die Torpedos nicht? Verstehe ich nicht. So, kann ich jetzt wieder schießen oder nicht? Munition verbraucht. Willst du mich verarschen? Torpedoschacht nachladen. Hat das Ding einen Torpedoschacht? Ich habe da vorhin auch nichts in einen Torpedoschacht getan. Wo hat das Ding denn jetzt einen Torpedoschacht? Ja. Ich habe da doch vorhin auch nichts reingetan. Ja, komm her, du Misty. Wie wär's mit einer Breitseite, ha? Na komm. Wo ist er wieder hin? Kleiner Schisser.
funktioniert dann halt nicht. Ich warte auf dich. Und dann können wir uns gerne nochmal unterhalten. Da ist Uran und da ist nochmal Kyanit. Da ist er. Komm. Habe ich das Silbererz abgebaut? Ich glaube nicht, ne? Uran. Das Gold, ne? Gold. Gold hatten wir einmal draufstehen. Okay. Reparieren. Oh, stimmt, der ist ja ein bisschen kaputt. Wovon? Also meine Vermutung ist, wir hatten vorhin einfach irgendwie Torpedos schon in dem Arm drin. Ansonsten macht das irgendwie keinen Sinn, dass ich die schon schießen konnte. Wofür steht da rechte Maustaste, wenn ich jetzt mit der rechten Maus doch nicht einsammeln kann, sondern das Ding verschossen wird? Ah! Mann! Okay, hier ist noch Blei. Ich glaube, da hinten ist Ilzium. Ja, den können wir auf jeden Fall gerade ganz gut looten. Aber wir reparieren mal eben. Hinter mir ist noch Quarz. Da oben ist auch noch was. Okay, Gold haben wir fertig. Ah, ist Blei. Auch schauen wir mal, ob wir den noch scannen können. Ne. Ja, Nit können wir auch nicht mehr scannen. Okay. So, Blei. Bisschen Angst vor bösen Geräuschen, die jetzt gleich von oben kommen und dann so rups, weggefuttert. Einfach weggefuttert. Aber der hat böse Sachen gerade gemacht. Der hat irgendwie mal auf uns geschossen oder so. Aber irgendwie ist er jetzt auch weg. Ich würde den gerne scannen halt auch. Weil der ist so schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinterherkommen soll. So. Jetzt, doch, ich will wissen, was das für ein Vieh ist. Ich will eigentlich, die großen will ich alle scannen. Ich finde das sehr interessant. Ich möchte das wissen. Titan. Oh, ich dachte, das wäre Lithium. Das ist Gold, ne? Gold. Bin ich jetzt nicht so. Haben wir halt schon einmal. Das ist Quarz. Ist das Schwefel? Oh ja, es ist Schwefel. Nett. Sieht interessant aus. Da geht's, glaube ich, runter.
Komme ich hier mit dem Zyklop durch? Oh, 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 okay. Hier muss ich anders durch. Okay. Dann machen wir hier mal eine Boje hin. Wie benennen wir das Moped jetzt hier? Kiefer. Ich bin sehr einfallsreich mit meinem Namen. Ja, war es eh nicht die Lava-Larve? War doch nur die Larve. Ist jetzt irgendwie wichtig? Exemplar mit Symptomen einer Infektion. Dieser Organismus zeigt Anzeichen einer unbekannten bakteriellen Infektion. Leuchtend grüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Die Pathologie weist auf ein Bakterium hin, das durch Wasser übertragen wird und das in der Lage ist, durch Haut und Atemorgane in den Körper vorzudringen. Grundlegende Hinweise auf genetische Mutationen und aggressives Verhalten. Das Bakterium selbst ist anders als alles, was bisher in der menschlichen Forschung aufgezeichnet wurde. Warnung: Ansteckung möglich. Meiden: Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Okay, das war wichtig. Wir das finden. So, Sauerstoff. Krebsi? Krebsi ist da. Schauen wir mal, was wir noch finden an Loot. Auf dem Weg zur Lotte. Ist er wieder. Irgendwo ist er hier. Ich kann dich hören. Gleich wieder Kyanid nehmen wir noch mit. Tiefblauer, hitzebeständiger Kristall. Ist das Aluminium, Silikon und Sauerstoff. Ach, Silikon, Silizium. Ich habe Silikon gesagt, ne? Ja, Silikon ist falsch. So. Kumpelblase. Gitarre mitnehmen für Ersatztorpedos. Ja, könnte man machen. Das Problem ist eher, dass wir kein Magnetit haben. Also, ob Titan wäre jetzt auch nicht so das Problem. Aber ja, können wir mal machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gescannt habe. So, aber ich muss, glaube ich, mal eben den Frachtbehälter leeren. Wo ist denn das ganze Kyanid hin? Lava-Echse. Verarschen? Ich habe den gerade den ganzen Kristall auseinandergenommen. Warum? Hallo? Hörst du wohl auf? Frechdachs? Hier. Soll ich mal ein bisschen an dir rumbohren, damit du abhaust? Den magst du wohl nicht, ne? Komisch, dass mein ganzes Kyanid jetzt irgendwie nicht da ist.
So. Ist da jetzt noch was oder nicht? Ja, doch. Ach so, was mich mal interessieren würde, habe ich den Krillo eigentlich mittlerweile eingeholt? Gold. Was ist das eigentlich für eine Höhle hier? Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich glaube, es ist nicht klug. Das ist Gold, Schwarz. Gold. Uran. Da ist noch was. Auf der anderen Seite. Das könnte allerdings wieder Titan sein. Ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Skianit, was bist du? Blei? Warum lernen die denn nicht daraus? Verschwindet da ganz schön viel, oder? Ist denn irgendwie mein Frachtraum voll wieder, oder? Nö. Keine Ahnung. Das sieht noch anders aus. Was könnte das sein? Nickel? Silber. Silber? Nein. Wollte ich, glaube ich, und ich wurde abgehalten. Doch mal auf hier. Muss ich wieder reparieren. Es dauert vor allen Dingen ganz schön lang, den zu reparieren immer. So. Silbererz, ein leitfähiges Element und Mikrobiozid. Mikrobizid. Zum Glück lässt uns der große Kumpel da in Ruhe. Obwohl ich den ja auch gerne scannen möchte. Inventar ist voll. Okay. Das Inventar ist auch voll. Na, dann müssen wir auf jeden Fall zurück. Nein.
in Krebs einsteigen. Aber das Schöne ist, wir haben jetzt immer unsere ganze Energie voll. Ziehen nicht jedes Mal den Zyklopen leer, wenn wir wieder andocken. Sehr großer. Wo bist du? Geräusch würde ich sagen, irgendwo in der Richtung. Hallo. Treff ihn! Mist. Kann die irgendwo stehen, wie viele ich von den Torpedos noch habe? Nö, ne? Sehr frech. Ah, leider auch kein... Könnte ich das eigentlich hier nicht sehen? Ja, keine Ahnung. Aber ich mache mal trotzdem mein Inventar leer. Ich bin jetzt die Lotte. Lotte? Das ist ein riesengroßes Schiff und ich kann es nicht sehen. Das ist der Hammer. So, was passiert mit dem Wasser? Ist hier ein Kraftfeld? Sieht man nichts, ne? Willkommen an Bord. Da waren gerade schon wieder die komischen Kackviecher dran. So. Oh, und der Motor lief auch noch. So. Ich meine, den Loot loswerden und dann gehen wir mal gucken, was da in der Höhle ist. Ich hätte den Krebs eigentlich auch unten stehen lassen können. Obwohl, wer weiß, nachher backt der noch weg, dann bin ich aber aufgeschmissen, ey. So, dann können wir mal was essen, trinken. Hallo Blue Sky, Zeitkapseln von anderen Spielern schon gefunden? Zeitkapseln? Was? Also ist egal, ich möchte dazu jetzt nichts hören. Falls du schon am Eintippeln bist. Also nein, habe ich nicht. So, haben wir das erledigt? Ja, dann den Krebs einmal aussteigen und das Inventar leeren. Wow. Wow. Oh. Anscheinend hat er kein Interesse daran, unseren Zyklopen zu futtern. Ist er auf Angriffskurs? Scheint nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich will ihn gerne scannen. Aber er verschwindet einfach immer ganz frech in den Wänden. Ruhe nicht vergessen. Ja. Guter Punkt. Zumindest hier mal vielleicht den Eingang markieren. Ich kann sie dann immer noch wieder rausnehmen, ne?
So. So, Loot da reingeschmissen. Magnetit wäre schon echt gut, wenn wir das jetzt hier hätten, ey. Dann würde ich mich auch auf ein Gefecht mit dem einlassen. Das ist so ein richtiges. Bojen. Wir nehmen zwei Stück mit. Wenn wir die Tafeln brauchen sollten, dann holen wir sie zur Not nochmal. So. Wo war denn jetzt hier der Eingang dazu? Wollte sie eigentlich fallen lassen? Oh. Oh oh. Das hört sich sehr nah an. Ist es auch. Alter, der speit kleine Novas aus hier. Was ist denn mit ihm? Soll mal aufhören. So. Magma Alien Base. So. Schnell rein da. So, dann gucken wir mal, was uns da wohl erwartet. Ich bin gespannt. Das vulkanische Gestein, das sich in diesem Gebiet gebildet hat, kann mit der Radiokarbon-Methode auf ein Alter von 800 bis 3000 Erdjahren datiert werden. Aha, okay. So, ich hoffe, wir werden es hier drin nicht brauchen. Deswegen nehmen wir mal den Bohrarm raus. Dann können wir ein bisschen mit dem Krebs noch interagieren. Und ich kann zur Not schlagen. Das ist nämlich ein Kreaturenei. Und Magnetit. Sehr gut. Bist du? Schwefel, den können wir auch mitnehmen. Jeder Spieler, der das Spiel abgeschlossen hat, konnte eine Zeitkapsel mit ihnen drücken und dies kann jeder Spieler finden, ist aber Zufall. Okay. Nö, habe ich noch nicht gefunden. Glaube ich. Noch ein Kreaturenei. Ist das das gleiche? Achso, es landet im Vorrat. Was ist denn das da? Ja. Sieht mir alles noch sehr... Box dich, ne? Geh lieber weg. Ist sicher. Das scheinen aber alles die gleichen Kreaturen-Eier zu sein. Ich hoffe, der Große glitscht sich hier nicht irgendwie rein. Ich hoffe, dass unser Zyklop gleich noch steht, wenn wir wieder da sind. Okay, Schwefel kriegen wir ganz gut zusammen hier. Gut, solange du da bleibst, ist mir das egal. Kannst du da bleiben.
da hinten ist aber eine große Base. Hier rein. Das sieht schon mal so aus, als wenn ich da reinkomme. Vielleicht komme ich auch noch irgendwo weiter oben rein. Ah, Mist. Okay, eben aufladen. Es scheint keine bösartigen großen Kreaturen zu sein. Schätze ich. Außer die Phantomviecher da. Okay, ich glaube, der Eingang ist dann tatsächlich da. Nehme ich den jetzt mit oder nicht? Lassen hier stehen. Bleibst du hier? Okay. Guck mal, er hat sich hingesetzt, der kleine Krebs. Ist ja süß. Ich brauche hundertprozentig gleich noch die komischen Tafeln. Tafel einsetzen. Gut, vielleicht finden wir ja noch welche. Ionenwürfel. Oh wow, wir können die abbauen mit dem Krebs, okay. Holen wir uns doch den Krebs dabei. Krebs hier reparieren? Ja, das können wir auch mal machen, das stimmt. So. Okay. Dann bauen wir das Moped mal ab. Achso, das geht ja nicht. Ich muss ja erst. Den Ding ist da wieder einsetzen. Komm ich da überhaupt dran? Ja. Ah, da wird gegessen, was ich gar nicht wollte. Mann! Wer bist du? Warum bin ich hier am Festbacken? Irgendwas ist hier gerade nicht normal, weil ich mich nicht bewegen kann. Hängt der da wohl in der Wand fest? Oh nein, ey. Spitze. Was bist du? Du siehst auch so aus, als wenn du da irgendwie ungewollt in der Wand festhängst. Fremder Roboter. Fremder Roboter. Dieses Gerät ist fremden Ursprungs, obwohl sein Design relativ einfach ist. Zweck, sein niedriges Bedrohungsniveau steht im Widerspruch zu der fortschrittlichen Technologie, die seinen Entwicklern offensichtlich zur Verfügung stand. Was darauf hinweist, dass es eher dazu diente, fremde Einrichtungen zu überwachen und beschädigte Infrastruktur zu reparieren, als eindringlich abzuwehren. Design. Trotz ihres schlichten Designs ist diese Konstruktion in ihrem Minimalismus ziemlich elegant.
Vier elektromagnetische Beine erlauben es, Bödenwände und Decken mit angemessener Geschwindigkeit zu überqueren und scheinen austauschbar zu sein. Im Inneren gibt es wenige bewegliche Teile, was dieses Konstrukt energieeffizient und im Laufe der Zeit verschleißfrei macht. Eine wiederaufladbare, ionenbasierte Energiereserve sorgt für den weiteren Betrieb. Kann ich dich auseinandernehmen? Ich brauche noch so eine Energie. So eine Ionenbatterie. Genau. Anscheinend nicht. Oh Mann, jetzt lass mich hier gehen. Okay, hoffentlich löst sich das Problem gleich noch irgendwie. So, wir haben wieder ein Stargate hier. Ionenwürfel einsetzen. Ja, das könnten wir tun, wenn ich an den Vorrat komme. Nein. Ja, ich komme nicht an den Vorrat. Die Ionenwürfel von hier kann ich nicht nehmen. Na, so vielleicht? Ja, danke. Stargate ist aktiviert. Ich habe Angst, da durchzugehen. Den Wurfhaken kannst du dich rausziehen. Den habe ich jetzt nicht dabei, aber den könnte ich gleich holen, ja. Option 2 wäre, ich würde mir dann so ein Stasegewehr bauen. Ah, gehen wir da jetzt durch? Weiß nicht, gehen wir da jetzt durch? Ja. Wisst ihr was? Ich muss gerade nämlich echt dringend auf Toilette. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause. Und danach machen wir weiter. Einen schönen kleinen Cliffhanger. Wie wär's denn? Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. An die lieben YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.